Lex mit Jackson. Das Affensicht für zwei Audeler. Der Priester, Verschirrer, das war's doch mittlerweile, dass die alle schwarz erben. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein. Hauen den Affen mal Pause auch. Hopp, gehen wir. Ja, hallo? Servus. Ich bin der Dostler und das ist der Schirrer. Wir kommen aus Bettstadt. Wir möchten gerne mal mit dem Larry plaudern. Dürfen wir rein kommen? Na ja, komm rein. Dankeschön, gell. Ey, Schirrer. Meinst du, der hat richtige Marblätter aus? Ja, weiß ich doch nicht. Bringst du die Marblätter aus? Ei, Dela leise, wenn's geht. Tut mir leid. Larry, die zwei Bettstädter sind da. Dein Mann? Richtige Marblätter aus? Na, na, das möchte mal klar immer. Na dann. Das ist der Grund, warum wir da sind. Mir zwar, das geht um Folgendes. Um euer Gemarblatt. Na, no, sag's denn aus, denn war das, la? In meinem Briefkasten war's denn. Naja, ich war's von nix. Das ist mir schon klar, dass du von nix warst. Aber der Larry, der weiß bestimmt, worum das es geht. Oder Larry? Kommt dir das bekannt vor? Kennst du das irgendwo her? Auf, ey. Ich schreibe, warte mal. Das Gemarblatt. Haben wir noch Fleck derzeit, la? Ey, Django. Das ist das Gemarblatt von Fristoff. Das Gemarblatt von Fristoff. In meinem Briefkasten war es Dinner. Da könnt ihr nicht ausflippen, weil so ein Geäffel. Hau mir den Kasperlwindel wach jetzt, la. Jetzt erzähl mir vielleicht bloß kein Räuber, bist du ein Gell. Ich werfe langsam grandig. Das da war mein Briefkasten in der Gelling und das kommt nicht vor Bettstadt. Das ist kein Bettstadt, der Gemarblatt. So gelungen brauche ich nicht in meinem Briefkasten, Dinner. Soll ich da noch was sagen, Larry? Ich hat da drinnen nichts zu sagen. Ich weiß ganz genau, wer die Dinger austeilt. Na, wie ich ja mir? So kommen wir nicht weiter, Larry. Dein Geäffel. Müssen wir andere Seiten aufziehen. Geh jetzt nach Hause und mach der Autolafreck, du auf dem Arsch. Ich hab das gleich gesagt, wenn du mit einem Bachelor, Alex, dann tut's doch mal eislich, gell? Ich glaub, jetzt gehen die Vögel zu Fuß. Spaß dir das Ding mal in meinem Briefkasten. Nein, die Fenster haben keinen Funkenanstand. Dossler! Dossler, du auf! Ich dacht, wir hauen den Dappen zusammen. Oder soll denn der Landfreck hauen wollen? Ja. Jetzt warte mal. Eins nach dem anderen, gell? Jetzt hau erst mal den sein Auto lafreckt. Wie in Gunzendorf. Sixtes, was passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, nein? Sixtes! Das passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, Larry! Das passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, Larry! Jetzt hau in der Auto lafreckt, Larry! Das passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, Larry! Das passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, Larry! Sixtes, was passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, Larry? Das passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst, Larry! Das passiert, wenn du mit einem Bettstädter anlegst! Alter! Glaubst du, kannst du Fries aufkommen und alle Autos freckdauer? Ich bring dich um! Ich hätte gedacht, das war die Larry sein Auto, ich schwör's! Alter, ich bring dich um, ich hab das Auto neu gekauft! Ich tanz es dran! Ey, Alter, mach mal langsam und zieh! Mach deins freck, das kannst du mir glauben! Weißt du ins Auto, ey, du mal langsam, freck. Gell? Du langsam! Da ihr Bettstädter seid alle gleich! Ihr seid alle gleich! Alle miteinander seid ihr gleich!